Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und dies ist jetzt mein dritter Versuch, ja, diese Aufnahme zu starten. Bisschen technische Probleme, leider immer im Kampf gehabt, aber nun denn. Was ich euch zeigen wollte, ist natürlich das neue DLC, die Vampirküste. The Coast of Vampire oder so. Auf Englisch. Und ja, hier sehen wir auch schon Luther Harkon. Den werde ich gleich spielen. Und bevor wir ihn auswählen, gucken wir uns nochmal ganz kurz die anderen drei an, die wir hier haben. Wir haben den Lisa Noctilus. Ist aber leicht. Herausforderung, die kannst du hier schwerer machen. Der hat auch, glaube ich, gleich einen Necrofex dabei. Ich liebe diese Teile. Die sind einfach richtig geil. Elite-Kämpfer oder Berserker, ich finde, die sehen gegenüber die Zombies schon wie Elite-Kämpfer aus. Ja, und Pistolen-Standardeinheiten. Sie ist auch irgendwie ganz cool, gerade mit ihren Beinen, die so quasi Schwerter sind. Hat auch coole Sachen und aber auch Freischäler. Die habe ich, oder die kriegen wir, glaube ich, nur mit ihr, glaube ich. Sie ist auch, sieht doch nicht untot aus, ne? Aber das ist auch vielleicht eine Fraktion, die man mal spielen könnte. Die ist irgendwie abgefahren. Gerade dieser Gesang immer. Ist wohl die Chefin oder so eine Sirenenanführerin. Ja, hat auf jeden Fall was. Wiedererkennungswert, definitiv. Ist aber nicht meins. Ich finde diesen Typen absolut sympathisch. Und mit denen starten wir jetzt los. Auf in ein neues Abenteuer. Da ist ja wieder der Taschenlampenfisch. Ob der auch einen Ausknopf hat? Oder eine Batterieklappe? Ja, man vergleiche die Schiffe und das Auge. Das eine Schiff war so groß wie das Auge. Das ist ein richtig fettes Vieh. Das können wir, glaube ich, beschwören mit dem Mahlstrom. Gucken. Sieht auch nett aus. Dato. They say Wolfhart's ship, the Vengeance, is sunk. 60 cannons and 200 souls. Lost to the deep. They say it was a fell storm that took her, or some say it was pirates from the Maelstrom. They say she was lost here, in the realm of Luther Harkon. And to trespass in these waters is to invite death on board. But then they know nothing. You waste our time. Wait! This is the map you are looking for, crafted by Captain Jacob Wolfhart himself. I beg your patience, for its secrets are easily missed. Mathlenka, Semga. Witness Wolfhart's obsession. A life spent chasing tavern stories and myths. Sightings, eyewitness accounts, 100 shipwrecks named and dated. Like you, Wolfhart knew it was no storm or jagged rocks that caused their demise. It was the Tide Maker, the ancient merworm. The elves named it Amunar. Wolfhart's ship, where is it? Ah, yes, its final resting place. It was here he fought the beast, a fight to the death. Ah.
All but one of his crew were lost. It was he who marked the map with this cross. The vengeance lies here. And if the story runs true, a weapon lies with her. A weapon to kill the unkillable. To challenge the beast is to challenge the sea itself, cursing all that sail with its retribution. Wolfheart sought infamy for killing the beast, but the question remains, why would your kind seek it? Why all these storms? We go hunt. Yes, hunt beasts. Us, no Nara. Stand for me. My lord, we have the map. What are your orders? Kill the beast. Resurrect the beast. Rule the waves. So, und ich muss da wieder mal sagen, die Stimmen sind super und ich finde sogar die Animation mit diesen Zeichen, diese Zeichnungen, die sich leicht bewegen. Ich weiß nicht, wie leicht das zu produzieren ist, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Es sieht gut aus. Es hat sogar ein bisschen hochwertig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Das habe ich manchmal bei anderen Kampagnen oder so nicht so das Gefühl gehabt. Man hat mir auch erzählt, cast adrift and blown to these humid shores. I thirst for control of my mind as it struggles and bickers with my desires. And now, the wretched mutineers to the north think my affliction holds us back. But we shall show them who truly rules the Vampire Coast. Out in the great ocean, the maelstrom rages at the center of the galleon's graveyard. A great source of power, controlled by the formidable conjurer known as Count Noctilus. Yes, we must keep our eyes on him and his mysterious, ethereal stronghold. Across the straits are the desert lands of the Lich King. He has always been an ally to vampires. But his fate depends on whether he wants to make an enemy of me. There is only room for one king in these parts. The sea offers wealth and power. But Lustria is home to the abandoned cities of the Lizardmen and their many mysterious treasures. Using their artifacts, we will surely be able to uncover some way to repair my damaged psyche. We must! The scheming lizard men of Chanwapek have been trespassing. If not for the promise of their magical relics, we would have wiped them out already. For now, we watch them. The Vampire Coast is, and always will be, ours. For we are the terror of the seas. We are the Pirate King. So sieht's aus. Vampirküste. Ich habe das schon ein, zwei Mal gelesen, also ich sag's einmal ganz kurz. Wir können Ruf, also Amarna ist quasi Ruf unter Vampiren. Umso erfolgreicher man ist, kann man, glaube ich, was freischalten. Es gibt diese Rangtab-Liste und wir sind halt ganz unten. Wir sind ganz unbekannte Piraten. Uns interessiert keine Sau. Wir können rekrutieren. Einmal mit ihm, erst quasi Nomade, also eine Basis, manuelle Basis, sage ich mal. Mobile Basis wäre das richtige Wort. Zeitgleich können wir aber auch Städte einnehmen. Da gibt es so ein bisschen, glaube ich, Probleme mit der öffentlichen Ruhe.
Infamie war das. Das war das obere. Amarnar. Unter den Wellen. Also Amarnar ist dieses Riesenvieh, natürlich, hat er ja gerade erzählt. Habe ich verwechselt. Das werden wir wohl wecken, wenn wir unsere Sachen alles erfüllen. Infamie ist quasi Ruhm. Ne? Das war gerade diese Listengeschichte, die ich gezeigt habe. Piratenbuchten, das ist eine geile Sache. Wenn wir zum Beispiel da hinten einen Pockenarsch, erobern, quasi, dann, wir müssen gar nicht erobern. Wir können einfach die Gegner da besiegen und können uns entscheiden, wir müssen sie nicht besetzen. Wir bauen einfach eine Piratenbucht. Das steigert unser Einkommen, das steigert, noch ein paar andere Sachen. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist eine geile Idee. Und ja. Those wretched curs dare to go against me, Luther Harkon. This place gained its name on the back of my exploits. The Vampire Coast is mine, and I will not tolerate mutineers. These treacherous dogs will beg to walk the plank when we are through with them. So, es ist eigentlich, also bisher wird ganz viel storymäßig erzählt, das finde ich ganz cool. Wir werden auch in der Anfangsphase mit Mission bombardiert. Das habe ich in anderen Spielen von Total War bisher nicht so viel gehabt. Also schon, man kriegt immer eine Anfangsmission, wie man loslegen soll, ne? Aber hier war es echt schlimm. Oder nicht schlimm, nicht im negativen Sinne, sondern eigentlich positiv. Man hat viel zu tun. So, und wir werden gleich rekrutieren. Wir können leider nur von dem einnehmen. Die Moskettenzombies haben natürlich eine bessere Reichweite als die Pistolenzombies, kosten auch mehr. Aber ich stehe immer total auf Reichweite. Die Dinger sind richtig geil. Die werden wir auf jeden Fall, die zeige ich euch auf jeden Fall. So. Können wir uns dann noch bewegen, wenn wir rekrutiert haben? Nee, können wir nicht. Ist doch nicht schlimm. Können wir was ausbauen? Wir können was ausbauen. Dann würde ich sagen, hier Pistolenleute verstärken. Und ich gehe erstmal hier auf Geld. Wir können auch andere tolle Sachen bauen. Ich habe am Anfang letztes Mal hier diese Kolosse gebaut. Da haben wir einfach irgendwelche fetten Typen, große Typen, monströse Typen mit Scherenklauen. Und die zeige ich euch noch. Die habt ihr gerade gesehen, explosiv. Explosiv, so. Überall auf der Welt gibt es Schätze, Admiral. Löst das Rätsel der Karte und sie wird euch zu unermesslichem Reichtum führen. Danke. Dass er dabei ist, finde ich auch ganz cool. Das haben sie auch eigentlich größtenteils durchgezogen, dass er eigentlich immer dabei ist. Sowas finde ich ganz cool. So, Rätsel. Admiral? Ja. Das Wrack der Vergeltung wurde gefunden. Ja. Offenbar jedoch nicht von uns. Jo. Eine Korsarenflotte wurde an der Stelle gesichtet, an der das Schiff sank. Wir müssen seine Bergung um jeden Preis verhindern. No. Das machen wir erstmal später. Ja, wir müssen erstmal, finde ich, erstmal einen Grundstock legen. Auch mit diesen Einheiten, die hier, die halten alle nichts aus. Das ist alles nur quasi Kanonenfutter. Damit würde ich jetzt noch keinen großen Krieg, und ich kann mir gut vorstellen, dass die hier gut ausgerüstet sind. I am the Pirate King. Ja, bist du schon aufge... Oh, wie sind... Ach, war ja nicht verkehrt. Alles gut. Ich weiß gar nicht, reicht das jetzt, um Pockenmarsch anzugreifen? Aber du könntest ja mal machen, ne? Wie gesagt, Rätsel. Können wir das Rätsel uns mal angucken? Gar nicht da. Wir haben hier auch Schatzkarten. Schlaf ist nicht vonnöten, denn beim Schatz im Sumpf tief im Norden erwartet etwas Raues auf stöbernde Horden. Ne, markiert. Das ist hier irgendwo. Gehen wir hin. Und dann haben wir noch irgendwas mit Teile Admiral, der 8. Ja. Diese verfluchten Schmuckstücke haben den ursprünglichen Findern den Kopf verdreht. Diese willenlosen Marionetten können nun zu euren Dienern werden.
wenn ihr euch die Teile der Acht zu eigen macht, die ihnen zum Verhängnis wurden. Cool. Das passt ja. Unser Charakter ist ja auch eine gespaltene Persönlichkeit. Teile der Acht. Die Teile der Acht sind verfluchte Kinkerlitzchen, die den Geist jener, ja, hat er gerade gesagt. Okay. Das kann man auf jeden Fall auch nochmal machen. Und ich glaube, hier, jetzt müssten wir sein. Haben wir gleich zwei quasi in der Nähe. Einer dürfte sogar hier dann sein. Der ist ja auch nicht weg. Kurz rüber segeln und dann sind wir da. Aber wie gesagt, anfangs würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die anderen Sachen. My Ocean. So, versuchen wir es mal mit Pocken Marsh. Und ich werde jetzt nochmal speichern. Ich habe am Anfang gesagt, ich hätte Probleme beim Aufnehmen. Und zwar immer bei den Schlachten und auch immer gerade, wo ist denn das andere Spiel? Immer am, nicht am Anfang, also es liefen 2-3 Minuten und dann fängt es auf einmal an, die Aufnahme, nicht das Spiel. Das Spiel läuft, ne? Aber, das Bild in der Aufnahme flackert und das kann man keinem zeigen. Da kriegt man ja Augenkrebs. Darum habe ich jetzt hier schon, glaube ich, das ist jetzt meine dritte Aufnahme. Die muss jetzt klappen. So. Ja, der hat jetzt Zombie-helle Badenkämpfer. Die sind wohl besser. Ja, komm, wir versuchen es trotzdem. Wir haben ja zur Not hier unseren Hakon. Der macht das schon. Der haut sie alle weg. Glaube ich zwar nicht. Beim Hakon kann ich schon mal sagen, der ist kein richtiger Magier. Also er kann irgendwie ein bisschen zaubern, aber eher verfluchen. Und ich mag keine Charaktere, mit denen ich eigentlich Flüche aussprechen kann. Aber wie gesagt, ich mag den Charakter irgendwie. Ist er so sympathisch. Und, ja, den will ich spielen. Falls jemand, warum auch immer, von GW zugucken sollte, macht bitte die Figuren. Denn was man mir erzählt hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht gecheckt, auch nicht nachlesen können. Creative Assembly hat sich quasi, ich weiß nicht, ob sie die Fraktion ausgedacht haben, aber die Einheiten haben sie sich ausgedacht. Und gerade diesen Necrofex, dieses zweibeinige Schiff mit Flammenwerfer oder Kanonen-Gatling-Gun, das will ich haben, ey. Macht mir das als Modell, ich will das haben. Ich bin zwar quasi aus dem Hobby raus und Fantasy habe ich nie viel mitgemacht, aber ey, das Ding, das muss man haben. Warte mal. Achso, und das andere ist hier so ein... Was sind die Dicken? Ich kann sagen, am besten schon irgendwie... Naja. Starten wir mal. So, greift die KI an. Letztes Mal haben sie sich auch zurückgezogen. Ängstliche Schweine. So, man sieht auch schon, es gibt keine vernünftige Schlachtformation. Ne? Das sind halt Zombies und wir haben keine Schilde. Das sind quasi Kanonenfutter. Und halten nichts aus. Der Gegner kann ein bisschen zaubern. Ihr könnt es leider nicht. Wir können nur verfluchen. Ich weiß gar nicht. Vitalität. Ja. Gut. Dadurch wird verhindert, dass Feinde ihre Fähigkeiten bündeln, um Hakons Lehren entgegenzuwirken. Naja. Ist jetzt nicht so ein geiler Startzauber. Mag eher Flammzauber oder sowas. Irgendwas, was schön Schaden macht. Am besten aus der Entfernung. Aber er hat andere Qualitäten. Und man muss, also ich spiele natürlich immer gerne mit Kavallerie und starker Infanterie. Und ich glaube, das kannst du hier mit diesen Piraten knicken. Ne? Also muss man wirklich noch ein bisschen umdenken, finde ich. Ich habe ja, für mich privat spiele ich gerade, ich komme gerade nicht auf den Titel, Total War, auf jeden Fall was mit Wikingern. Ich habe gerade jetzt nicht den Namen auf dem Kopf, aber das spiele ich und privat und ja. Da habe ich so mein, soll ich sagen, ja. Da weiß ich, wie ich zu spielen habe. Oh nee, das war doof. So, da mach ich auch nochmal drauf. Gehst einfach mal dahin. Unterstützt. So. Hier geht in den Nahkampf. Dafür seid ihr da. Kannst ja auch schon mal ein Stückchen dahin gehen. Du gehst auch ein bisschen nach. Die flüchten schon. Das ist natürlich ganz toll. Die Dicken.
Die schicken Dicken gehen schon mal weiter vor. Oh, du kannst dich um das da kümmern. Du kümmerst dich um das da. Die haben nämlich auch eine aufgedunsene Leiche. Diese aufgedunsenen Leichen sind geil. Die können fast eine komplette oder die Hälfte einer Einheit komplett tot machen. Fand ich irgendwie cool. Ich versuche sie jetzt hier hinter der feindlichen Linie zu kriegen. So, dass wir dann unsere Leute in Nahkampf binden können und von hinten diese dicken, explosiven Leute in den Tod zu schicken. Da haben wir jetzt das Problem, dass unsere Leute quasi... Lauft! Dann sind wir tot. Okay. Seht ihr? Ich zeig's euch gleich nochmal besser. Die sind jetzt natürlich jetzt auch schlecht gelaunt. So. Attacke! Los, Männer! Attacke! So, dich flankieren wir auch schon mal und du kannst dich um den da kümmern. So. Jetzt kommt her, meine großen Leute. Ja, die Moral ist auch hier nicht so der Hammer. Wäre vielleicht gar nicht besser, wenn ich mit den anderen ein bisschen rangehe. Können noch Einheiten verfluchen, das machen wir mal später. Und ich will jetzt eigentlich hier meine guten, leicht überfindigen Leute. Oder wir machen es hier. Jetzt mal hier rein einer. Und der andere rennt dann weiter. So! Zombies metzeln sich weiter und ich finde die einfach geil. Boah. Sind am Laufen. Jetzt kommt der nächste. Schön von hinten. Pistoleneinheit fast weg. Zack. Ist das geil? Ich finde die geil. Das kann man... Diesen Typen ist natürlich eine ganze Einheit weg. Ne? Aber man könnte damit so einen Schildfall komplett durcheinander bringen. Das finde ich irgendwie geil. Und schon haben wir das Gefecht gewonnen. Wenn man natürlich gegen Elite-Einheiten kämpft, vielleicht bringen die auch richtig Schaden. Wisst ihr, wenn sie, ja, auch wenn es ein Schildfall ist und der das nach vorne gerichtet und von hinten kommen die übergewichtigen, explosiven. Hier alleine hat er 109. Ne? Schön von hinten rein, kein Schutz, zack, weg. Und meine ganze Infanterie, die hat hier 25. Die haben nicht so viel Schaden gemacht hier. So wie der eine hier. Das ist ja der Hammer. Na, dafür ist die Einheit zwar weg, aber können wir ja selber kaufen, er ist ja mobil. So. Jawohl. Eigentlich will ich das hier haben. Ich mach's aber später. Wir bauen hier erstmal eine Piratenburg. Sehen wir dann gleich nochmal die, nice little earner. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Ja, das machen wir gleich. Ich hätte gerne mal gewusst, Piratenbucht. Ja, haben wir jetzt. Zack. Was bringt denn das? Ich glaube, Piratenbucht. Hier die Korruption steigt auf jeden Fall. Wir kriegen Geld. Und vielleicht sogar, ich bin mir nicht mehr sicher, dass die Unruhe steigt. The Vampire Coast prevails. So. Was war das? Das ist eine Mission. Ja, die Korsaren sind mit uns im Krieg. Das sind wir auch. Wir haben eine Rüstung gefunden. Und... Ja, erste Stufe aufgestiegen. So, und... wie gesagt, wir können eine Jagdschrei-Fledermaus-Bestie als Flugmonster später bekommen. Ja, mit dem anderen Bereichen bin ich hier noch nicht so vertraut. Habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Schmuggler bringt 8 Kampagnenkarte, dass wir ein bisschen länger laufen können. Fälscher minus öffentliche Ordnung 5. Dafür Einkommen. Infanterie gegen Infanteriebonus, Brandstifter. Hier unten haben wir halt das Standardmäßige. Ne? Hier supporten wir unsere Einheiten. Alle Mann an Deck. Was bringt das? Verstärken. Okay. Und halt auf achso, verstärken unten gibt es ja Führerschaft, Waffenschaden, Rüstungsdurchdringt. Und hier halt auch Waffenschaden, Führerschaft. Durchdringer, okay. Unten ist auch ganz normal.
vielleicht ein bisschen anders, aber Verluste, das heißt manchmal nur ein bisschen anders, aber es ist meistens immer dasselbe. Rekrutierungskosten weniger, ewiger Pirat, Rang bei Rekrutierung plus 1 für alle. Marschierer, ich mache das immer ziemlich gerne am Anfang, weil man muss ja viel laufen, aber ich würde das eher, das ist eine passive Fähigkeit, der Durst, Regeneration. Führerschaft ist gebrochen, deaktiviert, wenn Führerschaft gebrochen ist. Ziel selbst. Ich habe das letztes Mal anders verstanden. Ich dachte, der will Trefferpunkte von Kämpfern auch. Aber nur Ziel sich selbst ist ein bisschen... Ach, das machen wir trotzdem. Dann können wir vielleicht einfach mal gesegnet haben, eher in den Nahkampf schicken oder in der Nähe des Kampfes. Und ja. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir hier zu den Blutsümpfen. Da können wir einen Schatz suchen. Und jetzt haben wir ein bisschen Geld. Was habe ich denn da gebaut? Plünderhaufen. Wenn wir jetzt einen Plünderhaufen haben, können wir auch schon Mörser kaufen. Aber ich bin eher hier für die Kolosse. Oder die aufgedunsene Leiche. Und wir können... Ach, jetzt habe ich das Geld ausgegeben. Wir können uns hier gleich entscheiden. Mord und Korruption. Was haben wir da? Da steigt der Ruhm. Und Heldenkapazität. Oder vampirische Korruption. Ich bin erstmal aufs Geld gegangen. Steigt natürlich auch ein bisschen der Ruhm, aber weniger. Und ja, das hier. 50% aus lokalen, ja, da wird er nicht viel einnehmen, glaube ich. Forschungsrate, das war am Anfang vielleicht auch nicht schlecht. So, und ich habe, oder ich werde, erstmal hier alle Standardsachen freischalten. Und danach gucken wir uns mal genauer an, was wir da freischalten können. Ja, Artillerie haben wir nicht. Ich habe auch die Befürchtung bei den Vampiren hier, dass, also es hat ja, es gibt, jede Armee hatte so ihre Vor- und Nachteile, ne? Und ich glaube, Nachteil wird hier sein, schwache Infanterie, habe ich die Befürchtung. Oder man kriegt halt stärkere Infanterie erst später. Ich habe aber das Gefühl, wir haben einen ganzen eigenen Batzen hier für Feuerkraft mit, ja, Unterhaltskosten, aber auch mit Rüstungsdurchdringen und stärkere Schüsse und so. Einen ganzen Balken nur für Artillerie. Das zeigt ja auch schon quasi, dass ja, Artillerie hier das große Ding sind. Ding ist. Aber wir werden erstmal Verstärkungen auffüllen, weil unsere Zombies verrecken sehr schnell und ja, wir brauchen neue. So, was man mir auch erzählt hat, das habe ich auch nicht bestätigen können. Wenn man irgendwo eine große Schlacht können wir quasi hingehen und dann einfach mal Zombies rekrutieren. Ich weiß nicht, ob es geht. So. Machen wir nochmal eine Runde. Ihr dürft auch entscheiden, wie das ablaufen soll. Wenn ich jetzt ein, zwei Runden spiele quasi, ob ich die und da nichts passiert, ob ich und mich einfach bewege, ob ich die rausschneiden soll, ob ich die drinnen lassen soll, euch vollquatschen soll, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr über diese Fraktion was wisst, was ich weiß über die Fraktion gar nichts, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, ne? Und falls jemand, wie gesagt, von GW zuguckt, macht mir den Necrofax. Dieses Vieh will ich haben. Also, ich meine, ne, das ist hier. Nein, kann ich drauf gehen. Ah, ich will es euch zeigen. Kann ich das euch irgendwie mal zeigen? I'm getting twitchy. Ah, twitchy. Bin ich bei Twitch? Hier war das. Man sieht es nicht. Aber das heißt, ist ein Necrofax. Schossmonster. Oh. Ich liebe es. Ne? Schallwagen sieht leider nicht groß. Kriegt man da keine Info? Kann man da nicht Info machen? Ne, ist egal. So wichtig ist es auch nicht. So.
gleich ausbauen. Weil wir machen mal hier und gehen hier auf Forschungsrate 1000. Dann kannst du Boote erwecken. Und nisch. Die Ring. Und nisch. Und die drei Pistolen reichen mir schon dafür. Eine. Was können wir denn noch ausrüsten? Ach, wahrscheinlich ihn selber hier, ne? Ach, ja, mal sehen. Da hab Anfang würde ich hier auch auf. Der Bewegungsreichweite ist nicht schlecht. Unterhalt, aber ich werde erstmal auf Verluste, Verstärkungsrate 4%. Das wieder schneller, wie gesagt, Truppen nachkriegen. The stronger, the better. Jawohl. Danke, machen wir. Machen wir alles. Und nächste. In der Zeit gönne ich mir jetzt einfach mal einen Schluck kalten Minztee. Eklig. Aber irgendwie kann man es trinken. So, ist unser Rang gestiegen oder was? Ne, wir sind nur noch auf Platz 14. Achso, wir haben jetzt die erste Runde der Piratenbuch. 20 Punkte. Boah. Der Hammer. So. Hör mal auf, dazu rekrutieren, mein Freund. Back to your ranks. Bewege deinen allerwertesten untoten Popo. Mal bitte da rein. So, können wir jetzt da was Besseres rekrutieren? Ah, den können wir wieder gebrauchen. Den nehmen wir auch. Aufstellen. So, was können wir hier machen? Achso, es ist wahrscheinlich Tote erwecken. Erweckt. Achso, er ist schon. Erweckt Tote in dieser Region, Begrabene als neue Einheit. Okay. Da steht es sogar. Mensch, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Es geht. Also wir erwecken quasi Toten. Ich denke mal, da wo eine große Schlacht war, kriegen wir halt bessere Einheiten. So, da wir spielen wollen. Ach komm, machen wir da nochmal einen, da nochmal einen. Ich hätte aber gern noch bessere Infanterie hier. Nahkämpfer, meine ich. Ja, und schwuppdiwupp ist die Runde vorbei. Das geht ja fix, ne? Wo sind wir überhaupt nochmal auf der Karte? Guck gleich mal. Ist ja auch gar nicht so unwichtig. So, Mission erteilt. Helden rekrutieren, machen wir. Technologie erforscht, danke, haben wir. Ja, hier ist das Reich der Elben. Hier waren die Dunkelelben. Hier waren Orks, Zwerge, Menschen, glaube ich. Diesen Teil habe ich da schon was gespielt. Hier sind, glaube ich, auf jeden Fall die Echsenleute, hat er ja auch gesagt. Aber ich glaube, hier habe ich eher weniger verbracht. Habe ich nicht. Waren die Echsen nicht auch hier? Na gut. Schon ein bisschen her, als ich jetzt hier Warmer gespielt habe, aber ich habe es nicht von der Platte gelöscht. So. Gehen wir jetzt schon auf Geschoss. Immun gegen Verschleier. Sturm. Legendäre Kapitän. Oh. Ich gehe erstmal darauf. So, dann können wir schon quasi wieder aufwerten. Zeig mir mal deine Leute. Ne, wir gehen jetzt so runter. I am the pilot. Kannst doch nicht die ganze Zeit immer hier nur Leute rekrutieren. Ah, hier hätten wir auch, aber hier gibt es zu wenig Untote. Schade. Dann nichts und Master. Genau, das bin ich, erhöht durch den Ritus Fluch der üppigen Schätze euer Ertrag der Schatzkammer. Ja, machen wir, komm. Zack, fertig. Kommen wir nach Geld. Undead Pirates! Kannst du noch? Ne, du kannst nichts.
hier was bauen, aber kein Geld. Ist halt schon. So, weiter. Ja, noch sind es viele Fraktionen, aber er lädt schon mal schneller. Als ich damals Rom 2, als es rauskam, ich glaube am ersten Tag oder so gespielt habe, ey, da... Ich habe immer... Es hat so lange gedauert, bis der einmal durch war. Even the greatest structures of this land cannot outlive me. All that remains of this... Ups. Ich wollte eigentlich gerade den Text ein bisschen runterziehen. Ja, wir können, was? Eine Persönlichkeit übernimmt das Kommando. Eine von Luthers extremen Persönlichkeiten hat zeitweilig die Kontrolle über seinen zerrütteten Verstand übernommen. Das hat für eine Weile eine gewisse Wirkung auf ihn. Womöglich dauert es jedoch nicht lange, bis eine andere Persönlichkeit die Macht an sich reißt. Wartet am Feigling. My madness is not weakness. Treib an den Feigling mal zu heroischen Taten. It is time. So, nichts unternehmen. Ist schon mal doof. Zombies bauen eine Stadt. Zombie Town. Ne, sind die Blutnymphe. Ach, wir haben hier oben noch was für eine Schatzkarte. Verdammt, hab ich das vergessen. Ah. Egal. Wir machen jetzt nochmal hier Ruin durchsuchen. Ein Rätsel der Alten. Vorzeitliche Wesen, in deren Dienst die Reptilien angeblich immer noch stehen. Wenn ihr es löst, werden euch große Reichtümer zuteil. Okay. Vielleicht hängt die Lösung mit dem Drehen dieser seltsamen Würfel zusammen. Ich bin ganz schlecht im Rätseln. Das ist nicht gut. Die Alten haben auf der ganzen Welt gewaltige Schätze voller Macht für ihre teuersten Diener hinterlassen. Um zu verhindern, dass diese Macht in falsche Hände fällt, haben sie Schutzzauber und kryptografische Schlösser auf ihn platziert. Während die Jahrtausende ins Land gezogen sind, sind die Schutzzauber schwächer geworden. Doch die arkanen Speeren verbleiben. Um den Schatz der Alten in die Finger zu bekommen, müsst ihr das Rätsel lösen. Ein Würfel hat 6 Seiten. Möge das Schicksal für hohe Würfel sorgen. Ach, für hohe. Vor allem, wenn man einen Rettungszauber. Sind alle Würfel gleich? Würde ich sagen, wir. Jetzt ist gerade die Lösung ist eigentlich hier da oben, oder? Weil das sieht ja fast identisch aus. Aber das Zeichen. Ich nehme einfach jetzt mal das. Ich weiß es nicht. Rätsel gelöst! Ohohoho. Ich bin schlau. Gott gab mir Hirn als Zombie. Uhuhu. Glück gehabt. Egal, ob die Alten eure Hand geführt haben oder nicht, ihr habt das Rätsel gelöst. Yippie-yay. Jetzt kann ich den nächsten verkacken. Was kriege ich dadurch? Wechselhafte Winde. Voll. Auch. Um den Schatz. Haben wir ja gemacht. Ja und? Was bringt uns das, dass wir jetzt den Schatz gelöst haben? Habe ich ja gerade was verpeilt? Kriegen wir Erfahrungspunkte oder? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade doch was verpasst, oder? Aber gut, wir können noch Geld ausgeben und zwar wenn wir hier jetzt die war das hier? Bauplan. Generalskajüte. Offizierskajüte. Gab es da nicht eine Mission für? Holster der Galion! Ja,
Ich würde jetzt hier die Mission. 5 Runden haben wir jetzt gespielt, oder was? Ja, ich würde sagen, Video geht lang genug. Ihr habt jetzt einen Einblick von dem neuen DLC bekommen, von dem neuen guten, sehr guten DLC bisher. Also mir macht's richtig Spaß und ich hoffe, euch freut's auch, dieses DLC. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr, wie gesagt, einen Kommentar da lässt und nächstes Mal wieder einschaltet. Na? Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!